Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Was machen wir denn? Wir werden zu Gary fahren. Dazu werde ich mir jetzt schon mal einen klaren Wegpunkt setzen. Und da ich nämlich gar keinen Bock habe und Spaß, den ganzen Weg zu fahren, weil das dauert scheiße lang, rufen wir mal ein Taxi von Roman. Roman, it's Nico. I need a cab. Anything for you, NP. You should be there soon. Okay, man. Okay. Guck mal, ich laufe dir mal ein bisschen entgegen. Damit der arme Mann nicht so weit fahren muss, um mich zu pick-uppen, ne? So. Ich finde, warum sieht denn der so komisch aus, der Polizist? Der sieht anders aus als andere. Another free ride for the ugliest bastard. Another free ride. Du hast doch eh nichts zu tun, also halt die Fresse. I am really hoping that Roman realizes you are a freeloading shithole, so I don't have to drive you again. Blablabla. Wahrscheinlich, wenn die mich anfahren, suchen die mich, weil ich schuld bin. Ist meistens so. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Oh, there he is. The sophisticated European. I don't know about that. So, how are you? All right, yeah. Cage! Ooh. Don't stand there talking to him on the doorstep. Ask him in. Oh, come in. Ma, you remember the boy's friend Nico? How are you? Good, and you? Put it like this. My boys are out of control. My daughter can't find a man. And my husband is in hell. I'm thinking God moves in mysterious ways. Oh, that's mother for you. Always a joy. Nico, you made it, huh? Well, I'll leave you to your men's talk. I hope you impress each other. Hey, look at me. Yeah. Yeah. I thought so. You'll do fine. Fine at what? Some gimp work for the Pegorinos. I owed them. Oh, please. I do it myself, but I think I'm being watched by the cops. Someone. I think I'm about to get pinched again. Shit, really? Yeah, it's happened before. I keep seeing the same car watching. All it means is someone's been speaking, we just have to find out who and make them stop. In the meantime, it'll chill things out for a bit. So, I need your help. Okay. Atta boy. Come on, I got something to show you. Now, Pegorino's a funny guy. Seems like his main motivation is putting his Guernsey crew on par with the five old families. Ancelotti's being the weakest. He's decided to stir shit up for him. Now the Ancelottis have an uneasy alliance with some Albanians. They use them as hitmen, thugs, bullies. I know the type. Much like Jimmy DeGuido uses us. So, what you're gonna do is disguise yourself as an Albanian and then go whack Frankie Garone, an Ancelotti longtime capo. Sure. Which Albanian? This one. Wie er da steht, okay. Tja. Kalt serviert, würde ich mal behaupten. Schwing dich auf das Motorrad. Eigentlich, warum sagt man Motorrad? Das heißt eigentlich Motorrad. Ganz komisch. So, ich bin auf dem Motorrad. So, muss ich lang? Da lang. Aber schick. Schick. Alter Schwede. Der hat da wohl schon eine Woche gesessen. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr schickes Bike. Und eigentlich müsste ich ja diese ganzen Nieser und so, wenn ich mal Nieser rauschen, aber irgendwie ganz ehrlich, ich vergesse das auch immer. Dann. Oh, 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 oh. Zum Glück ist er auch aus. Ich glaube, da kommt nämlich noch einer. Ich mache das immer, wenn ich erkältet bin. Dann mal. Alter. Dann mache ich das. Oder vielleicht habe ich es hier auch gemacht. Mal schauen. Je nachdem, ob man die dann hört oder nicht. Boah, was ist denn das? Ich habe Arsch. Ich bin ja gegen nichts allergisch, deswegen. Weil zumindest weiß ich es nicht. Das. Au. Wow. Boah, ich hasse das, ja. Dass die einfach. Nein! Dass die einfach immer so diese blöde Spur wechseln müssen.
Das ist zum Kotzen. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Muss ich sagen. Ich glaube, ich muss gleich nochmal niesen. Ich mache mal gleich eine kleine... Boah, ich muss voll auf das unterbrechen. Was ist denn hier los? Schnauze. Ich darf das. Ich mache gleich nochmal eine kleine Pause, weil ich glaube, ich gleich nochmal niesen muss. Und damit ich das nicht rausschneiden muss, pausiere ich eben mal das Spiel. Also bis gleich. So, bin ich zurück. Ich war ausgenießt, halbes Hirn rausgekommen, aber das ist ja nicht so schlimm, ist ja groß genug. So, jetzt können wir hoffentlich ohne weitere Verzögerungen hier endlich mal unsere Mission angehen. Juhu! Da wäre ich fast auf der Fresse geflogen. Aber auch nur fast. Komm schon, jawohl, komm schon, ja Baby, gib's mir. Verdammt, ich muss da. Warte, 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 warte. Jawohl. Zack. Oh. Das wollte ich nicht. Das Schadensmodell bei Motorrädern ist übrigens irgendwie gar nicht da, ne? Das ist irgendwie aus. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie sieht es immer nicht so aus, ob da was kaputt geht bei. Naja, was soll's. Hier halten wir und dann schauen wir mal, was abgeht. Fucking sneaky scumbag! Tony Black didn't do nothing to nobody who didn't deserve it! What the fuck? We're going to the mattresses for sure! Genau, losfahren, weißt du? Und dann währenddessen den Helm aufziehen. Das ist immer eine nice Sache. Aber das Problem ist, der PC kann immer um einiges besser fahren. Oh! Lol, lol, lol! Ach, fuck you! Warum bin ich jetzt vom Motorrad gefallen? Ich bin nur gegengeditscht. War wohl nicht so schlimm. Jetzt steh mal wieder auf. Der ist nämlich sonst gleich weg. Das wäre nicht so cool. Und dem hinterher zu fahren ist ein bisschen schwieriger, finde ich. Weil der PC um so viel mehr besser fahren kann. Irgendwie. Und es ist auch schwer, Motorrad hier zu fahren, finde ich. Das außerdem. So, da haben wir ihn auf jeden Fall. Oh, mega Frame Drops. Frame Drops. Lustige kleine Dröpschen. Ist er überhaupt hier runtergefahren? Naja, wird schon. Wird schon. Wir fahren mal gechillt. Da baut der nicht einen Unfall? Passiert da nicht irgendwas mit ihm sogar? Ich bin mir nicht so sicher. Es könnte sein, dass wir hier ganz gechillt fahren können. Geil, wir werden immer langsamer. Läuft. Wie ein scheiß Motorrad hier. Bin ein bisschen Zunder, Junge. Bleibt doch nicht stehen. Unglaublich. Immer diese komischen Autofahrrasse. Die komisch Autos fahren. Ach verdammt, wenn ich die Bremse, die normale Bremse mache, dann kann ich natürlich nicht stehen, lenken. Das ist natürlich total richtig. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist hier reingefahren. Kein Problem, mein kleines Navigationssystem verrät mir alles, mein Freund. Du kannst gar nicht abhauen. Das Blöde ist auch, dass ich ja immer ein bisschen aufpassen muss. Nicht, dass ich hier Menschen töte. Wir wollen das ja nicht. Oh. Der Müllcontainer ist ein Feind, habe ich gesehen. Ich musste den mal kurz in seine Schranken weisen. Juhu! Boah, immer ganz knapp vorbei. Nein, 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 er fährt auf der Straße weiter. Fuck you. Boah, das ist so scheiße. Motorräder sind irgendwie kacke zu fahren, Junge. Jetzt, Alter, du bist so behindert. Steig doch mal auf das Motorrad. Der fährt, ist gleich weg, sag ich dir. Alter, Motorräder sind so scheiße zu fahren irgendwie. Ich weiß auch nicht, aber die sind doof. Alter. Mir kam das mal so vor, als ob die relativ geil gefahren sind. Okay, habe ich verkackt. Auch, ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt das auch so vor, als ob Autos früher besser gefahren sind. Also auf der Konsole. Aber ich habe hier so derbe Probleme. Das ist so fucking unglaublich, ohne Spaß, ne?
Ja, das ist auch geil. Warte mal, in der Folge hatte ich eine kleine Pause. Wie lange habe ich denn aufgenommen? 5 Minuten oder so. Ja, das ist geil. Jetzt brauche ich nochmal 5 Minuten ungefähr dahin. Also ich werde ihn versuchen, so schnell wie möglich einfach zu erschießen, den kleinen Wichsknödel. Und dann haben wir's. Ich finde schade, dass es hier nicht mehr diese Option gibt, dass man, wenn man eine Fahrt schon mal gemacht hat, dass man die dann nicht überspringen kann. Das war cool in GTA San Andreas. Das haben sie hier leider rausgenommen. Verstehe ich nicht ganz warum, weil es war ein ziemlich geiles Feature. Aber naja. Weil so muss man sich ja den ganzen Weg nochmal geben. Was ziemlich lame. Was macht der denn da, ey? Fährt erst dahin, da weiß auch nicht, was er will. So. Jetzt müssen wir es einfach nur besser machen. Ab und zu auch mal. Also ich habe ihn ja eigentlich getroffen, oder? Also. Alter, diese Penner! Mann, ey, warum müssen die denn immer ihren Scheiß. Jetzt bin ich eh gleich tot. Diese Ver. Oh, Scheiß, ne? Warte mal. Ob du es warst oder nicht, ist mir egal, du stirbst jetzt. Penner. Dass die immer einfach nur diese scheiß Spur wechseln. Einfach so, ohne mal blinken oder so. Ist zum Kotzen. Weil wie sollst du denn darauf reagieren? Der auch, wie so ein besoffener kleiner Spasti, ey. Ist doch zum Kotzen, ey. Alter, jetzt machen die das schon wieder. Flipp ich da aus. Was soll denn das? Die kleinen Junkies hier. Es ist echt ekelhaft, dass sie einfach immer ihre Scheißspur wechseln, ohne irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Nee, warte mal, hier habe ich gar nicht. Warte mal. Die habe ich neu angefangen. Es war eine neue Folge, glaube ich, ne? Nee, ich hatte eine Pause. Aber die war noch in der Folge, also. Okay, dann ist ja alles gut. Dann brauche ich mir da gar keine Gedanken drüber machen. Na dann, wollen wir mal gucken. Ja, ich weiß, I need this and this and this, this, this and this. So. Hey, Motorradverfolgungsjagd. Juhu! Ich freue mich. Schön, dass das Ding so einfach in die Luft geht, weißt du? Ah, ich bin zum Glück nicht auf die Fresse geflogen. Das ist auch schon mal was wert, aber ich muss leider trotzdem scheiße jetzt fahren hier. Und er ist schon wieder so weit vor. Geh mir bloß aus dem Weg jetzt. Ich bin tot. Einfach so, by the way, ich bin tot. Ja. Das bedeutet, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns dann wieder, wenn die Verfolgungszeit wieder neu anfängt. Bis dann, haut rein. So. Bin zurück. Wieder überspringen. Ah. Leider geht das nicht, schade. Es ist auch egal, wie oft ich ihn treffe, ey. Ohne Spaß, irgendwie, die prallen immer irgendwo ab, die Dinger. Auch nicht. Jawohl, du kleine Pissnutte, du. Bam, so läuft das hier nämlich in Liberty City. Oh nein, ich glaube, er will mich schauen. Verdammt, ich muss weg. What are you thinking, man? Gar nichts, man. Frankie Garone sleeping with the fishes. Anyone who saw us is going to describe the Albanian you got on ice. Nice work. Real nice. How much do you know about it? Cut in on anything he throws my way. I don't know how long I'm gonna be outside, though. I feel like the cops might knock down Ma's door any moment. Take me to the pen. Good luck with that, Jerry. Yeah, thanks. Please, look after my family if I go inside. Jojo. So. Die Mission haben wir doch wohl vorbildlich erledigt. Rufen wir mal Kate an. Hi there, Kate. It's me, Nico. You wanna get together at some point? Yeah. How about now? I'm bored. I'll be there soon. Okay. I'll be there. So, komm, wir holen ihn mal mit einem freshen Bike ab. Ich hoffe, ich komme da überhaupt rechtzeitig hin. Wie spät haben wir's? 8:49, wir haben Stunde 11 Minuten, Stunde 10 Minuten, Stunde 9 Minuten. Boah, die Zeit verfliegt ja wie im Fluge. Läuft. Aber wir sollten es eigentlich schaffen. Moment, eins muss ich jetzt kurz gucken. Das war doch nicht alles bei hier Gary, oder? Jerry.
Nee, da kommen doch noch drei Missionchen, also. Ray? Genau, Ray, das wäre dann die letzte, die kommt. Wollen wir denn noch was? Francis? Da kommt gerade ein Motorrad. Aber Francis wird sich irgendwann im Laufe des Spiels nochmal bei uns melden. Roman hat dann noch was für uns. Und dann kriegen wir noch neue. Also, läuft. Ich glaube, ich mache auch erstmal Ray Buccino und dann fertig, ne? Ich meine, da haben wir noch eine Mission. Können wir machen. Was will denn Francis schon wieder? Nico, wir müssen uns am Castle Drive treffen. Francis. Und, wenn man vom Teufel spricht, meldet sich der gute Francis. Und da können wir dann die letzte Francis-Mission angehen. Vielleicht mache ich auch Francis, weil den hatten wir jetzt eine Weile nicht mehr. Mal so ein bisschen, ne? Man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen in die ganze Sache. Deswegen ist das schon in Ordnung. Und dann können wir immer noch Ray machen. Ich glaube, wir kriegen von dem, von Florian, beziehungsweise von Florian, beziehungsweise Bernie, wie er sich jetzt nennt, glaube ich, auch noch ein, zwei Missionen. Oh, was geht denn hier ab? This is a voice from your past, Nico. Can you guess who it is? Florian? That's not my name! Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nico. Please, come soon. Okay, das war Bernie. Stimme, die hört sich ein bisschen an, das ist sie nicht, aber die hört sich ein bisschen an wie die japanische Synchronstimme von Ivankov, fand ich. Na, Papa? Genau, du setzt mal einen Helm auf. Hallo. Was denn? Also, ich kann doch wohl fahren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, naja, ich gehe mit ihr mal nichts trinken. Aber Essen hier in der Nähe ist jetzt auch nicht so pralle. Warum wird mir die Autowaschanlage angezeigt? Ich bin ja mal... Naja, aber hier will ich auch nicht mit dir hingehen. Das ist ja ein bisschen... Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen was essen. Mal wieder im Clucking Ball. Das fand sie ja letztes Mal, glaube ich, ganz gut. Auch wenn sie immer irgendwie... gesagt hat, Arterienverkalkung, FTW. Ah, fuck. I'm not really feeling the pants. So. So what? So you. So me what? So are you another one? Another what? Another one like my brothers, the tough guy with a death wish. The man eager to get into hell as soon as possible. Probably. How annoying. What is wrong with you people, you men? What's wrong with me? Quite a lot, I'm sure. Why don't you want to live? To live a normal life, I mean. Get married, have kids, not steal, rob, kill. It can't be easier than having a job, I mean. I don't know. I have lived a complicated life. I was in a war. Sounds like you still are. Maybe. Well, for a murdering, thieving idiot who can't talk about things, you're kind of nice. Thank you. Danke. Don't mention it. Ach so, stimmt, weil ich die Biker-Klamotten anhab, ne? Das findet sie nicht so geil, alles klar. Macht nix. A heart attack! So, Katie, komm. I'll bring you back. Obwohl, ich kann da mal kurz gucken. Steht das hier eigentlich auch drin? Ja, müsste ja eigentlich. Nö, steht nicht. Kiki Jenkins. Aber Kiki haben wir sogar so viel. Aber guck mal, Kate ist bei 82%, also so schlecht ist es nicht. Carmen Ortiz ist bei 67, das geht eigentlich. Und aber Kiki ist halt blöd, weil da habe ich die Nummer gar nicht. Ich war halt zu blöd und habe leider nicht danach gefragt. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich, aber ich werde bei ihr immer noch nicht nachfragen. Erst nach dem, ich denke mal, nächsten Date werde ich mal versuchen, ja, Knick-Knack mit ihr zu machen. Da wir ja sowieso, sonst sind wir ja relativ treu, wir gehen ja jetzt mit keiner anderen aus, obwohl wir uns mit Carmen mal treffen könnten, theoretisch. Meiner Meinung nach, aber naja, mal gucken. Can I come in? Good night, Nico. Verdammt! See you later, Kate. Manu, ja, ist ja gut.
ist ein Hallo. Tschüss. Gehst du auch? Bitte geh. Danke. Aber das Ding war mal, das ging trotzdem hoch. Jetzt muss ich natürlich gucken. Ich bin immer noch bei 82%. Na gut, das hat nichts gebracht. Leider. Muss ich sagen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Wo wollte ich jetzt hin? Zu Francis. Aber auf dem Weg zu Francis werde ich noch mal kurz in unser Versteck gehen. Wir müssen uns wieder umziehen. Geht ja nicht so. Obwohl das schon nicht schlecht ist, das Outfit. Aber naja, trotzdem. Allerdings werde ich mich für diese Folge bei euch verabschieden. Oder von euch, nicht bei euch. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Haut rein, Leute.